Hallo Leute, heute ich bin hier mit Haji from the Bagger und Jania Achi. Jania, dein Kaugummi raus, endlich. Es nervt so hart, ey. Krise. Aber ich meine, es ist ja auch nicht anders. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ich bin jede nicht Frau so. Ist eine Option. Ja, genau. Ich bin nicht so. Wer bezahlt am Ende? Diese dumme Frage immer. Ein Mann? Oh, nee. Der Mann oder der Frau bezahlt? Wenn der Mann sagt, okay, wir sind geschenkt, dieser heißt, okay, ist vorbei. Hätten wir einen denn am 14. Dann, okay. Also, Vorbereitung, erstmal. Erstmal völlig durchdrehen, alle Freundinnen anrufen. Du willst damit sagen, nein. Es kann passieren, dass du den mit ihm nach Hause. Damit vielleicht kommt er ja zu mir, Spaß. Ich werde Selfies gemacht, sehe ich gut aus. Oh ja, stimmt, an dem Tag werden wir am besten in die Gruppe. Hallo Leute, ich bin hier, ich bin's Onkel D. Wenn du nicht weißt, jetzt du weißt, ich bin Onkel D. Ich bin hier mit Heidi from the Bergen. Vielleicht du kennst sie noch von letztes Jahr, egal. Und jetzt, ich bin hier auch noch mit Jania Achim. So, heute, wir machen ein Video vor Valentinstag, wie man bereitet richtig vor Valentinstag, okay? Letztes Jahr, ich hatte einen Valentinstag, eine Date mit Heidi from the Bergen, aber sie war verlobt. Und hat eine Date mit mir, so sie hat ihre Mom betrogen mit mir einfach. Er lügt. Ja. Das stimmt überhaupt gar nicht. Was sagst du dazu? Wie bist bitte? Bist du immer noch verlobt? Nein. Zeig mal deinen Finger. Keine Ring. Nur Ring. Auf jeden Fall, Thema ist Valentinstag. Wie bereitet man richtig vor einen Valentinstag? So, Mädels. Was ist am besten? Wie soll ein Mann sie vorbereitet für einen Valentinstag, wo ihr sagt, okay, dieser Mann hat eine Chance. Was sagt ihr? Erstmal muss er überhaupt da sein. Erstmal muss er reden können und schreiben können. So, und dann, er soll dir fragen für eine Date. Ja, oder fragt die Frau. Entschuldigung? Ich weiß nicht, wie würdest du es denn machen, Didi? Heutzutage alles ist möglich. Ja. Aber ich sage, ein Mann fragt. Und wenn eine Frau dich fragt? Dann ist er, warum nicht? Okay. Warum? Ja, aber ist schon eklig. Ne? Wenn eine Frau kommt zu mir und sagt, ja, Valentinstag, sollen wir was zusammen machen? Weißt du was? Du weißt auch, die Männer immer Emanzipation, bla bla bla. Oh, nee, sorry. Aber ganz ehrlich, da muss man auch echt altmodisch sein. Die Männer müssen die Frau fragen. Und einfallsreich sein. Und einfach fragen, so zum Beispiel, nicht hey, Jania, hast du am Valentinstag was mit mir zu machen? Ja. Ja, ganz einfach. Nicht, wir möchten kein Tamtam. Wir möchten nicht irgendwie 10.000 Rosen haben oder sonst irgendwas, sondern ganz irgendwie. Was dann? Ja, und was? Ja, lass doch da rein. Okay, und nicht sowas sein. Wie. Ja, du suchst aus. Oh, dann ja, genau, sag du, was wir machen. Oh, nee. Aber vielleicht der Mann will dir das. Er mag schon. Vielleicht, wenn der Mann mag was, dann ich sag, oh, nee, dieser war nicht schon. Dieser war keine gute Idee oder so. Deswegen, Mann sagt seine Frau, ja, was du willst, mach, wo wir hingehen, ein Schatz. Ja, aber dann, wenn der Mann macht was, dann ist der Mann schuld, wenn war nicht gut. Ja, natürlich. Wer bezahlt am Ende? Diese dumme Frage, Mann. Ein Mann? Oh, nee. Der Mann oder der Frau bezahlt? Also, wenn es scheiße war, dann bezahlt jeder sein. Der Mann. Die Frage nicht. Naja, ja, eigentlich schon. Ganz ehrlich, aus Höflichkeit schon alleine. Und wenn er sie auch einlädt und sagt, ey, willst du mit mir Valentinstag verbringen, dann ist es ja, dann lädt er sie ja eigentlich schon darauf. Genau, er hat ja auch gefragt. Genau, er fragt natürlich. Aber es sollte für eine Frau auch nicht selbstverständlich sein, dass der Mann bezahlt. Ja, also man sollte auf jeden Fall sagen, du bezahlst. Nee, ich hole schon nicht mal mein Portemonnaie raus. Ja, es gibt Frauen, die nehmen nicht mal Geld mit. Die nehmen nicht mal Geld mit. Du verkackst damit, übertrieben. Ja, weil, das geht falls wir noch Frauen so wie die, die normal ticken und auch das bezahlen würden. Ich denke, ihr seid normal. Wenn der Mann sagt, okay, wir sind gecheckt, dieser heißt, okay, ist vorbei. Naja, ganz ehrlich, wenn er mich nach einem Date fragen würde und er sagt dann getrennte Zahlen, tschüss. Okay, aber wenn du fragst einen Mann nach einem Date, dieser heißt, du musst zahlen. Ich würde niemals einen Mann zum Date einladen, Entschuldigung. Sag mal, wo leben wir denn? So, du sagst, du würdest niemals einen Mann nein. Eine Date fragen. Nein, das kann ich nicht. Nein. Wenn, dann muss der Mann, dieses Altmodische, das ist doch voll schön. Wenn ein Mann dich auf der Straße anspricht oder irgendwo in einer Bar oder so und dich anspricht, das ist so schön. Okay, wie sagt man, am 14.
Februar. Ihr beide habt eine Date, ja? Oh mein Gott, ja, mit dem Tattoo. Wie bereitet ihr vor? Was macht ihr so, wo ihr sagt, okay ich fange von vorne, hätten wir einen Date am 14. Dann, also Vorbereitung, erstmal völlig durchdrehen, alle Freundinnen anrufen. Komplett Demolierung, nein, Spaß. Erstmal rufe ich meine Freundin an. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Erstmal, genau, diese Filme. Dann passt dich an. Die erste Frage. Ja. Passt dich an. Direkt shoppen gehen. Okay, was sagt ihr? Was sollte man anziehen? Das kommt nicht so rüber. Also ich würde mich jetzt nicht zu sexy anziehen, wenn ehrlich zu sein. Also jetzt nicht den fettesten Ausschnitt oder irgendwie sowas, weil sowas kommt auch mal ein bisschen cheap rüber, ja, sag ich mal. Schon modisch so schön, ja, aber nicht zu viel. Einfach. Bisschen normal so, weißt du? Sogar vielleicht ein Kleid, ein längeres, aber jetzt nicht was so. Was ein Cocktailkleid so, oder genau, so. Genau, ich gehe nicht auf ein Event damit oder so. Genau. Okay. Und dann gehst du erstmal duschen. So. Rasieren, ne? Hier überall. Dann, warum rasieren? Warum nicht? Man fühlt sich einfach wohl. Du willst damit sagen, nein, es kann passieren, dass du den mit ihm nach Hause. Ich glaube nicht. Weil du rasierst. Warum du rasierst? Warum soll ich damit gehen? Vielleicht kommt der ja zu mir Spaß. Warum du musst dir rasieren? Weil wenn du rasierst, du hast einen Gedanken, okay, ich rasiere, sicher ist sicher, vielleicht irgendwas kann passieren. Nein, oder? Das wollte ich damit nicht ansprechen. Nein! Denkst du, wir gehen mit unrasierten Beinen zum Date? Du fühlst dich wie ein Bär, das geht du nicht! Du musst dich einfach komplett wohlfühlen. Ja! Erstmal schön das Gesicht reinigen. Alles weg. Einfach, damit du dich free fühlst. Dann ziehst du deine Unterwäsche an. Das solltest du ja auch wissen, ne? Keine Reißtasche, normale Unterwäsche. Genau, danke! So, dann ziehst du dich nochmal an. Und eigentlich davor, man läuft ja erstmal im Bademantel rum. Also so mache ich das. Und dann fängst du an, dich zu schminken, dann langsam die Haare und so, und dann ziehst du dich an. Wo sollte man keine... Also auf jeden Fall, nicht in der Sauna oder bei Bali, irgendwo, wo man FKK sein muss, also wenn ich rumlaufen muss. Aber du hast ja rasiert, so, du kannst den Ofen... Ich habe mich zu mir auf jeden Fall nicht so, Wellness und so würde ich nicht machen, weil... Und ganz ehrlich, auch nicht irgendwo in einer Bar, wo der Typ jede Olle schon geknallt hat. Ja, oder wo er gerne hingeht. Das sollte schon irgendwo sein, wo man mal hin wollte, aber noch nicht da war. Einfach ein schönes romantisches Restaurant. Vielleicht danach noch irgendwo Nachtisch essen oder so. Und Mädels, ey, wir brauchen mal Salat zu essen. Wenn ihr Bock auf einen Steak habt, habt ihr Bock auf einen Steak. Ja, das ist echt ein Pluspunkt. Ey, und ganz ehrlich, nur so by the way, ich würde auch Döner essen gehen. Döner? Ey, das wäre mal was voll. Ich würde ganz anders essen gehen. Eine Date. Ja. Döner. Aber stell dir mal vor, du hast jeden Tag. Stell dir mal vor, der Typ macht so Döner, aber so richtig mit Herzchen und Blumen und sowas alles. Ey, das wäre so geil. Ich werde niemals mit meinem Date in eine Dönerladen gehen. Niemals. Der Date ist vorbei, alles ist vorbei. Dann der Mann sagt dir, wir kommen bei mir Nachtisch, also wir kommen noch bei mir einen Kaffee trinken. Dann werde ich sagen, ja, leider Kaffee trinken. Guck mal, dann weißt du aber auch schon als Frau, die hat zu Hause schon was vorbereitet, weil er dich nach Hause locken will. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oder er geht am besten noch in diese Nähe sogar, da wo er wohnt. Ach, guck mal, ich wohne hier so gleich. Auf Mausefalle. Du, ich wohne hier gleich und ich wohne mal kurz. Ey, das sind auch nicht dumm, ne? Ja. Also, okay, ich sag mal so. Es sollte eigentlich nicht dazu kommen, aber ich finde, oder ich glaube, es kommt auch drauf an, wie sympathisch und wie du diesen Typen einschätzt. Wenn du ihn einschätzt, okay, er ist schon so einer nur für einmal, aber wenn du merkst, okay, das stimmt wirklich zwischen euch und es funkt, dann glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt, ein Weinchen zu trinken, wenn es beim Wein bleibt. Ihr habt gehört, so, wenn ihr habt Fragen, einfach unten bei der Kommentar. Schreibt der Kommentar, schreibt der Frage, alle mögliche. Heidi from the Berge, Jenia Achim. Ich werde den Link von deren Instagram und Snapchat-Ins und so alles, ich mag da unten. Dann ihr könnt sehen, vielleicht ihr könnt ihr auch Fragen stellen oder vielleicht ihr braucht Hilfe oder sowas. Ihr könnt den fragen. Okay? So. Yay! Wollt ihr, willst du was sagen? Nein. Falls ihr ein Valentinstag-Date habt, bereitet euch einfach gut vor. Also nicht wirklich gut vorbereiten. Nicht aber vorbereiten, geht einfach die Sache spontan so locker an. Genau, einfach locker easy.
Ja, mit alles vorbereitet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir hätten auch gerne Männer. So, ich glaube, das war's. Ja. Ja. Say hello, bitch. You can fuck with me.